Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play TFT. Habe ich die? Ja, ich habe die. Die ist an sich nicht so super, aber der Bogen ist super. Und wir können ja gleich mal auf Frost gehen, oder? Und Elemental. Also, ja, Lissandra ist am Anfang nicht unwichtig. Wir versuchen heute mal nicht auf irgendwas zu gehen, beziehungsweise, also wir versuchen natürlich schon auf was zu gehen, aber wir ja, schauen einfach, was kommt und versuchen nicht verzweifelt irgendwas zu holen. Wir tryharden nicht, sondern also wir spielen nicht die Meta, sondern ja, versuchen die Meta zu schlagen. Also müssen wir natürlich auch immer schauen, was der liebe Gegner so macht. Der geht auf Nobel. Der geht auf Bogenschützen. Assassin, Ritter, Wild wahrscheinlich. Also am Anfang ist es eh noch ja, random, was die Leute machen. Also die holen sich einfach was sie haben natürlich. Und erst ja, Richtung Midgame muss man eigentlich anfangen, sich zu fokussieren. Wow. Kein Item ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Wir haben Wild bisschen. Holen wir uns Kasadin noch und Garen. Und Triss ist besserer ist eine bessere Carry Tante. So. Bitte jetzt Items. Ich freue mich hier so auf den neuen Patch, auf den neuen 14er ist das, glaube ich. Da bekommen die, also da sieht man zum Beispiel, wie viel Damage die einzelnen Personen machen. Habt ihr ja bei meinen, ja, super. Ja, super. Habt ihr ja bei meinem Spiel in auf dem PBE gesehen. Und ja. Und das ist auf jeden Fall ja, sehr viel, viel besser, dass man erstens sieht, wer wie viel Damage macht und vor allen Dingen der geht, glaube ich, will versuchen auf Losing Street zu gehen. Streak, meine ich. Und genau, dass die Minions oder die Dinger jetzt wirklich sicher Items droppen. Also beziehungsweise ein Item ist sicher, die anderen sind random. Und das ist sehr wichtig, weil man sieht schon, dass die Profis, in Anführungsstrichen, gehen dann so weit, dass sie... Dämonen wäre auch nicht schlecht. Ah, das sind alles nur Zweier. Gehen dann so weit, dass wenn sie bis hierhin nur ein... Also kein oder ein, zwei Items bekommen, dass sie dann gehen. Also sie lieben dann. Das finde ich dann, ja, nicht so toll, aber irgendwo kann man es schon verstehen, weil wenn man keine Items hat, also gegen den werde ich 100 Pro verlieren, wenn man keine Items hat, ist es so schwer, wieder hochzukommen. Naja. Der Vorteil bei Gestaltenwandlern ist, dass
wenn sich zum Beispiel die Elise verwandelt, dann macht jede Spinne noch Damage. Und das ist auch ziemlich böse. So, die holen wir uns. Wir könnten jetzt die da auch. Gestaltenmantel haben wir jetzt zwei. Wir hätten auch, ja. Das ist natürlich unlucky, dass er die Elise fokussiert und nicht Kasadin zum Beispiel. Ah, das werden wir leider gewinnen. Na. Naja. Shit happens. Aber hier sind die Bogenschützen. Gangslinger. So. Wir sind im Mittelfeld, oder? Ja. Morgana finde ich immer sehr, 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 sehr attraktiv. Weil ihr Ulti ist einfach. Kann sehr, sehr stark sein. Deswegen schnappe ich sie mir auch. Vor allen Dingen auch wegen der Träne, die ist auch sehr gut. Wir hätten auch Braum wegen dem Bogen holen können und dann hätten wir auch ein starkes Item gehabt. Weil Lissandra hat ja auch schon einen Bogen. Ah, die Träne finde ich gerade besser. Weil sie ist ein Dämon. Wir haben jetzt ein. Okay, das sieht doch jetzt schon nicht schlecht aus. Dann tauschen wir das und tauschen das. Das zusammen, genau. So, Triss können wir dann eigentlich schon verkaufen, wenn ich ehrlich bin. Der ist schon auf 5 hoch, okay. Was, der ist auf 5 hoch und hat noch 10 Gold übrig. Krass. Genau, der kann verstummen. Das ist echt gemein. Sonst hätte ich ja. Also, sie hätte ich auf jeden Fall erschossen und Ashe, gegen Ashe hätte ich verloren. Machen wir das mal so. Ja, Gestaltenwandler will ich noch nicht aufgeben. Jetzt haben wir halt den Buff für die Dämonen nicht mehr, aber dafür haben wir eine Level 2 Tristana. Puh, das war knapp. Ich bekomme keine Items. Vielleicht jetzt. Ja, jetzt habe ich ihn verkauft. Ja, hier bekommst du das da. Ich tu die rein. Tu den rein. Tu.
Die raus, tu die rein. Jetzt will ich Item 10. Items. Am besten BF. Dann kann ich ja sie auftunen. Und oder irgendein Item. Ich gebe mir auch. Ah. Okay, das ist der Zeitpunkt, wo man Tryharden eigentlich vergessen kann. So, das ist gut. Der Level 3 ist auch fast unschlagbar. Wir werden jetzt sparen. Also. Ja. Mal schauen. Also der hat 4 Items bekommen. Der hat 3 Items bekommen. Ja, wobei, wir sind ja schon beim. Also, wir waren ja schon beim zweiten Rundell, oder? Nee, beim ersten. Genau, das erste Item beim Pick und das zweite Item beim Rundell. Na gut, dann gehen wir halt nicht auf Losing Streak. Wir können die austauschen. Jetzt habe ich halt die Vayne schon verkauft. Weil dann kann er schneller schießen. Naja. Oder wir. Nee. Nee, 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 nee. Oder wir tun die Ash rein. Aber sie ist Level 1. Ja, die ist. Was haben denn die anderen? Der geht auf Wild. Ja. Ich bin hier. Na, der halt mit seinen Speer. Das ist halt echt gemein. Ah, mein Pfeil war schneller. So, ich könnte auch Lissandra für den Bogen verkaufen. Damit der schneller zuschlägt. Aber, wir können jetzt auch jemanden verkaufen für zu spät. Da sind beide sehr guten Einheiten. Ich werde Ihnen zeigen, wie es ist zu fallen. Wir könnten auch auf Magier gehen. Uiuiuiui. Das ist mir gerade zu teuer. Und der geht auf Wild. Also können wir es ihn wegschnappen. Ja, Mega Ulti von Morgana. Das Aurelion soll. Und da sind beide. Also da waren BF, da war Aurelion. Also gehen wir wahrscheinlich auf eine der Bögen. Na? So. Dann können wir
die Lissandra verkaufen, also die mit dem Bogen, und das dann dem Varus geben. Oder der Ash. Nee, dann schon lieber den Varus. Nee, ich spare. Sobald Ash Level 3, Level 2 ist, wird sie die Tristana ersetzen. Na, ihr Ulti ist nicht durchgekommen, das ist schlecht. Ich warte noch auf die Runde. Auf die Creep-Runde, wenn ich da kein BF bekomme, dann gebe ich da in die Träne der Morgana, damit sie mit noch mehr Mana anfängt. Hier ist eine Spinne, aber die brauche ich gerade nicht. Na, ich sehe sie. Hier. Jetzt brauche ich nur noch Brand für Elemental. Das Level ab. Okay, das wird er gewinnen. Das wird er nicht gewinnen. Krass. Naja, schnelleres Schießen. Nochmal Lissandra und zweimal Ahri. Zweimal Ahri ist auch krass. Werde ich mal machen, weil die kann auch die Tristana ersetzen. Weil dann habe ich nämlich Zauberermeister, Dämon und Bestie. Das ist, glaube ich, ganz gut. Würde ich mal so spontan sagen. Bitte ein BF. Okay, ich werde. Okay, ich verliere das. Wow, okay, so schlecht bin ich. Gut. Nochmal Lissandra. Ich mach mal einmal Level ab. Hol die da rein. Wow, gut. Gegen den werde ich auch verlieren. Aber dann be bekomme ich plus 1 auf verlieren Dings. Der hat halt mehr Items. Aber das ist so knapp. Hä? Ich wollte gerade sagen, wieso hat er seinen Ulti abgebrochen? Gut, ich habe gewonnen anscheinend. Gut, Level 3 Cannon. Ersetzt jetzt Tristana. Den hole ich mir auch rein. Aurelion. 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 Sie verkaufe ich. Nee, 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 nee. Ich spare. Ich muss meine Economy jetzt hochpushen, damit ich dann später gut rollen kann. Der hat schon drei Level 3er.
Das ist halt richtig heftig. Aber der hat auch keine Economy aufgebaut. Der hat alles jetzt ausgegeben. So, jetzt können wir rollen. Rolling, rolling, rolling. So, Kasadin steht kurz vor Level 3. Und hier ist Elemental. Da ist Elemental. Also der da ist auch noch. Okay, zwei müssen wir ersetzen. Morgana könnten wir kurzzeitig ersetzen. Ah, das war knapp. Nice. Gut. So, schauen wir mal, was da kommt. Also Anivia ist. Oh. Okay, wir müssen auf Anivia gehen. Weil Anivia ist um Welten besser als Lissandra. Und ich glaube, wir bekommen Anivia. Das ist sehr gut. Anivia ersetzt dann Morgana. Brand ersetzt. Schauen wir mal. Wahrscheinlich dann. Ha. Wahrscheinlich, also wahrscheinlich löse ich dann Demon auf. Hier ist nochmal. Hier ist Level 3. Okay. Der für sie, der für sie. Wir können hier auf Elemental, auf Eiswesen noch gehen. Ich glaube, das ist besser. Okay. Das ist auch ein Tryharder mit. Der spielt das Meta, den Meta. Mit Draven. Wir können versuchen, unseren. Also, sie können wir rein theoretisch verkaufen. Oder nee, machen wir es noch nicht. Aha. Wir haben ja halt jetzt zwei Level 2, das ist nicht ganz optimal. Wir könnten Varus verkaufen. Ja, wir verkaufen Varus und geben ihn das da. Dann kann er von hier hinten mörsern und das ist gut. Schon wieder der. Ach, das ist doch gemein. Ja, vielleicht. Na, vielleicht gewinne ich dieses Mal. Oh, das war ein nices Zusammenspiel. Also, er schultet und kurz bevor er den Swain, also der Arrow, der den Swain trifft, stirbt er und der geht durch zu Draven. Das war super. Jetzt, genau, nochmal sie. Ja, nö. Nochmal sie. Und nochmal sie. Gut.
Ari ist auch kurz vor Level 3. Also nicht kurz, kurz, sondern ein bisschen kurz. Braucht noch ein bisschen. Jetzt will ich aber Items sehen, ne? BF wäre super. Super. Und, ja, das ist auch nicht schlecht. Arrow wäre auch gut. Ja, das ist blöd. Ja, naja, okay. Gut, dann machen wir nochmal den. Hier brauchen wir nichts. Ja, ich. Nee. Morgana. Nee. Okay. Rüstung. Verstummen. Nee. Nee, ich spare weiter. Oh, der geht auf voll Nobel. Und die Ashe ist krass. 2, 4, 6. Ja, er hat voll Nobel. Ja, ich glaube, den schaffen wir. Weil Nobel ist schlecht gegen Magier. Und da ist unser Vorteil. Oh, der Pfeil von ihr hat ja übel Damage gemacht. Okay, haben wir verloren. Ist in Ordnung. Okay, nochmal kennen. Nee. Ari. Und weiter sparen. Wir sind jetzt 1 vor Ari 3. Dann, also wenn, sobald wir Ari 3 bekommen, wird sie, ja, dann gehe ich Level ab. Genau. Ja, gegen den werde ich auch verlieren. Der hat Bogen, also Bogenschützen Nummer 4. Der ist zu langsam. Weil der greift zu langsam an. Au, das hat weh getan. Ich habe leider noch zwei Level. Aha, also zwei Level 1 da drin. Wir werden jetzt mal ein bisschen rollen. Keep on rolling, baby. Shit. Ja, Phantom ist auch fies. Aber zum Glück hat er kein Varus, weil der hätte jetzt straight durchgemalt und One-Shot gemacht. Ach komm, echt jetzt. Das ist gemein. Das ist sehr gemein. Okay. Wo ist ein BF? Es gibt natürlich kein BF. Dann nehmen wir das Geld. Naja, wenn wir jetzt sterben, sind wir Fünfter. Ist auch nicht gut. Geben wir dir mehr Mana.
tun die noch rein. Swain ist auch gut. Aber ich will Ari und ich will Brand und ich will Anivia. Wir brauchen für jeden nur noch einen. Und bei Cannon brauchen wir zwei. Ach, das ist doch echt nervig. Ja, aber das losen wir. Shit. Oh Mann. Naja, gut. Man kann auch eben sehr unlucky sein. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye.